Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich an einem Tag teilnehmen und zwar habe ich den bei der Reni gesehen und der hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ja, ich will auch und ja, da bin ich und fange jetzt auch gleich an. Meine Lieblingskerze für den Herbst und den Winter ist die Kerze von Ralph Lauren. Die habe ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Die riecht so ein bisschen fruchtig, aber nicht zu sehr. Hat auch was sehr Liebliches, was ich sehr angenehm finde für den Herbst und für den Winter. Kaffee geht gar nicht. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, war das ein schlimmes Gefühl, ein schlimmer Geschmack im Mund und wirklich, ich versuche es irgendwie. Manchmal nippe ich bei irgendjemandem am Glas, aber es ist jedes Mal dasselbe. Es schmeckt mir absolut nicht, aber dafür liebe ich Tee und Kakao, vor allem Tee. Und so zu den kalten Tagen am liebsten Da Vinci Gourmet Spice Tea. Das ist eigentlich ein Chai Tea. Und das ist ein Sirup, da kann man sich ein bisschen ins Glas geben und einfach Milchschaum drüber. Super lecker. Und Kakao ist so draußen, also wenn ich draußen bin, dann muss er warm sein. Und so zum Frühstück trinke ich ihn gerne kalt. Ja, das ist halt so, was ich gerne mag. Herbsterinnerungen habe ich so keine. Wer mir schon länger folgt oder meine Videos schon länger schaut, weiß, dass mein Gedächtnis nicht das Jüngste ist und sicherlich habe ich schöne Erinnerungen an den Herbst, aber ich wüsste jetzt nicht was. Ich bin dann wahrscheinlich im Winterschlaf. Mein Favorit auf jeden Fall Winkliner, einfach aus dem Grund, weil ich finde, wenn man so Winkliner trägt, also einfach Nidstrich, ist man schon sehr angezogen. Das heißt, selbst wenn man sich so gar nicht fühlt, finde ich, wenn man so einen Lidstrich sich zieht, dass man dann halt total angezogen ausschaut und ich mag das. Rote Lippen, dunkle Lippen, so wie ich sie jetzt trage, absolut mein Favorite, aber auch am liebsten beides zusammen. Aber wenn jetzt die Frage so ist, auf jeden Fall Winkliner. Ist einfacher zu kombinieren tagsüber, finde ich. Auf jeden Fall mein Lieblingsduft ist der von Yves Saint Laurent Manifesto. Das ist so ein richtig schöner, ja, Winterduft. Der ist süß, der hat aber was Gewürztes, der ist nicht zu, ja, der hat sogar noch was Seifiges, finde ich. Ich mag das sehr gerne. Und das ist ein Winterduft, finde ich, absolut. Ich glaube, für den Sommer wäre das zu schwer. Ja, weil der hat schon was Warmes. Und ich finde, das passt halt besser in den Winter und deswegen absolut mein Favorite. Zur Winterzeit absolut Spekulatius von Bock, Crevel und Balsens Contessa Lebkuchen. Die sind super lecker. Ich musste jetzt lachen, weil ich habe den Namen vergessen. Aber gut, mir ist er ja wieder eingefallen. Also ich esse nicht alle Lebkuchenarten und von jeder Marke, aber die zwei kann ich nur empfehlen. Spekulatius und Lebkuchen. Der Pullover von Zara, der grüne, den habe ich irgendwann im Frühjahr mal gekauft bei Zara. Ich glaube um die 40 Euro, den habe ich das ganze Jahr durchgetragen. Natürlich nicht im Sommer. Dadurch, dass der so grob gestrickt ist, kommt halt Luft durch. Das heißt, man kann ihn an etwas wärmeren Tagen tragen, wo so halt so ein kühler Wind weht. Ansonsten im Winter ist es super. Man kann halt was drunter tragen und der hält halt trotzdem warm. Und das ist mein Lieblingspullover. Den habe ich sehr lange getragen. Auf jeden Fall Mützen. Ich bin ein Mützentyp. Ich kann auch sehr gut Hüte tragen, aber ich habe halt nicht so viele Hüte, deswegen Mützen. Und mein Favorit absolut, meine Gucci-Mütze, die habe ich mir mal vor Jahren gekauft. Weiß nicht, ob ich da noch meine Ausbildung gemacht habe, aber das hat so eine coole Bommel oben drauf und die liebe ich sehr, sehr gerne und hält auch super gut warm. Essie ist mein Favorite, habe ich absolut für mich entdeckt und zwar die Farbe Bordeaux ist eine absolute Herbst- und Winterfarbe, kann ich nur empfehlen, liebe ich, sieht absolut edel aus und das ist so mein Nagellack. Nicht nur jetzt für den Herbst und Winter, ich werde den auch schön, schön weitertragen. Leggings finde ich für diese Jahreszeit viel zu kalt, deswegen Skinny Jeans finde ich sowieso besser und einfacher zu kombinieren, sieht auch schicker und cooler aus, finde ich, deswegen scheiden die Leggings aus. Auf jeden Fall Ugg-Boots, ich habe meine schon seit Jahren und zwar war das auch so eine sehr interessante Geschichte. Die Ugg-Boots, die ich habe, hatte Jessica Simpson. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Jessica Simpson kennt. Ich war ein riesen Fan von Jessica Simpson. Ich habe Bilder, ich habe mir extra Zeitschriften gekauft, um ihr Gesicht auszuschneiden. Das heißt, ich habe Stunden im Zeitungsladen verbracht und habe halt die Seiten durchgeblättert und geguckt, ob ein Gesicht von Jessica Simpson dabei ist. Mein Mann macht gerade im Hintergrund so. Aber ich hatte, glaube ich, an die 4.500 Bilder. Ich habe die mal alle gezählt. Und ich habe alles ausgeschnitten und sie hatte halt diese Boots, diese Ugg-Boots und ja, die gab es hier in Deutschland nicht.
Ich natürlich nach New York, habe alle Akkbootstores durch und ich habe ein Akkboot gefunden, das war der letzte und das war ein Ausstellungsstück. Das heißt, der eine Schuh war schon grau vom lauter Anprobieren und der andere war halt super schön noch und das wollte ich dann nicht haben. Eines Tages hat mir dann meine alte Freundin, mir den Schuh zu Weihnachten geschenkt. Ja, man glaubt es kaum, aber jetzt habe ich den bestimmt schon 4, 5 Jahre und hat immer noch gehalten, hält immer noch warm und der wird mich noch die nächsten Jahre begleiten. Auf jeden Fall Breaking Bad und ich bin ja ein Riesenfan von Malcolm mittendrin. Da hat er ja den Papa von Malcolm gespielt und als ich dann gehört habe, dass Breaking Bad mit dem Schauspieler von Malcolm mittendrin ist, also der Vater, war das für mich ein Grund, das zu schauen. Ich habe mich in die Serie verliebt und absolut sehenswert, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, meine Lieben, ich bin jetzt schon am Ende. Ich hoffe, mein Tag hat euch gefallen und ich tagge jeden, der das halt mitmachen will. Lohnt sich auf jeden Fall, sind interessante Fragen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann sage ich bis zum nächsten Video mit euch und ciao.